Hallo. Ich habe heute einen riesengroßen Panda Hall. ja, China Shop hatte ich auch eine Kooperation mit denen und ja, im Zuge der Kooperation durfte ich mir damals ein paar Produkte aussuchen und ja, da habe ich natürlich auch gesehen, was es sonst dort alles noch so gibt. Und habe dann, nachdem ich die Kooperation hatte, anschließend mit meinem eigenen Rabattcode quasi nochmal eine riesige Bestellung aufgegeben. Ja, nun gut, dann würde ich sagen, wir starten gleich einmal. Ihr seht schon, die Produkte quillen hier schon ins Bild rein. Ich habe das ein bisschen neben mir hingelegt und versucht zu sortieren und ja, heftig. Aber ich freue mich mega, weil jetzt ist ja vorbei mit China-Bestellungen, höchstwahrscheinlich wegen Zoll und so. Ach ja, da folgen jetzt etliche Hauls von mir. Ja, mir war es jetzt einfach zu warm bei mir im Bastelzimmer. Wir haben so hohe Temperaturen jetzt immer bei uns gehabt und heute geht's ein bisschen. Ich habe auch das Fenster offen. Ich hoffe, die Geräusche stören euch nicht so sehr. Und ja, ich habe etliches da herumliegen, was noch gerne abgedreht werden möchte, also ich würde es euch halt gerne zeigen und darum kommen jetzt einige Hauls von mir. Eben auch ein ganz, ganz großer AliExpress-Haul noch, wo ich alles gesammelt habe, was ich zum Schluss, bevor die Zollbestimmungen jetzt in Kraft getreten sind, also die neuen, alles gesammelt habe, was ich noch bestellt habe. Und ja, wahrscheinlich mein größter AliExpress-Haul bisher. Aber wahrscheinlich auch der letzte. Nun gut, aber jetzt bleiben wir mal hier. Panda Hall. Ich halte euch die Nummer immer rein. Neue Zollbestimmungen könnt ihr einfach googeln. Ich meine, man kann ja nach wie vor in so Shops bestellen, in China-Shops, aber muss man halt selber wissen. Wegen Einfuhrumsatzsteuer und so weiter, was es eben jetzt alles gibt. Ich will da nicht näher drauf eingehen. Wie gesagt, könnt selber nachlesen. Außerdem Deutschland, Österreich ist auch ein bisschen unterschiedlich und ja, denke ich, keine Ahnung, ich habe mich mit Deutschland nicht beschäftigt, aber ich weiß jetzt nur, wie es in Österreich eben ist. Jedenfalls das hier, das X, Kreis, bla bla bla, das in der Mitte, das lange, ist immer die Artikelnummer und unter der würdet ihr die Produkte dann auch auf Panda Haul finden. Preise nenne ich jetzt keine, weil die total sich ständig unterscheiden. Also es ist echt, wenn du jeden Tag reinschauen würdest, es wird jeden Tag ein anderer Preis dort stehen. Ich habe auch etliches im Sale gekauft, also dadurch, dass schon lange bei mir liegt, ist das sicher auch nicht mehr der Fall. Ich hole mal einen raus. Das sind so coole Rahmen und zwar habe ich mir die genommen fürs Harzgießen, im speziellen UV-Harzgießen als Rahmen. Die richtig cool, da kann man so kleine Bilder oder so machen. So Miniaturen oder ja, was einem halt auch immer einfällt. Und ja, die kann man halt so verwenden wie Lünetten. Ganz einfach. Mit diesem Klebeband hinterkleben. 10 Stück sind da drinnen. So, und dann auch noch diese größeren. Und die haben auch so einen coolen Lack drüber, die schimmern so. Jetzt sieht man es, glaube ich, wie die schimmern. Die sind echt wunderschön. Noch richtig dick und hochwertig. Und das sind 5 Stück in der Packung mit der Nummer. Ja. Die kamen auch total gut eingepackt, also die waren komplett gepolstert, dass nichts zerbricht. Von dem her echt top. Dann gibt es immer eine Lucky Bag, Bay, da haben sie sich verschrieben. In jedem Monat quasi gibt es eine Überraschungstüte gratis, die man sich in den Einkaufskorb dazulegen kann, wenn man möchte. Und bei mir gab es so ein Haarspangen-Bastelset. Also ich habe hier eine Tüte mit so kleinen Haarspangerl. Ganz viele bunte. Dann passend dazu eine Cabochon-Tüte. Auch so Überraschungs-Bastelset.
mäßig, da haben wir Blümchen, da ist ein kleines Spiegelei-Herz oder keine Ahnung. Ja, das Einhorn ist cool. Und dann immer ein paar so kleine, da Bälle, ja. Aber ganz nett, ich meine, müssten sie ja nicht machen. Und dann waren eben noch so zwei ganz lange Heißklebepistolen-Sticks mit dabei. Die haben sogar die richtige Dicke für meine kleine Heißklebepistole. Sind halt nur mega lang, aber ich werde mir die vielleicht in der Mitte durchschneiden. Das ist ja kein Problem. Artikelnummer ist eben hier, aber da werdet ihr wahrscheinlich kein Suchergebnis bekommen, weil es diese Lucky Bag ja nicht mehr gibt. Die gab es ja nur in dem Monat, wo ich bestellt habe. Aber sucht einfach nach Lucky Bag, dann kriegt ihr die Überraschungstüte fürs passende Monat. Genau. Dann, weil es hier schon so rein guckt ins Bild und da rutschen schon die nächsten Sachen. Eine ganz große Tüte, 100 Stücke. Na, Blütenkelche für Perlenengel. Und ja, weiße Engel mache ich eigentlich am liebsten. Man kann die ja auch cool einfärben mit, ja, Alkoholinks, oder man kann die auch in diese coole Tauchfarbe von Ideen mit Herz reindunken und und. Und die haben mir so gefallen, weil die eben wie so eine kleine Schleppe haben. Das ist eben dann so das Kleid vorne und hinten. Und die haben eine richtig schöne Größe, finde ich. Mit der Nummer. Und weil ich zeige euch gleich die Nummer, das ist die, in der Größe keine schwarzen habe, habe ich mir hier noch ein Sackerl mitbestellt. Und das sind 100 Stück genauso. Seht ihr mal, wie das täuschen kann, gell? Das sind 100 Stück und das sind genauso 100 Stück, ja. So täuscht man sich. Dann, ja. Die habe ich schon mal auf AliExpress bestellt und jetzt habe ich gesehen, dass es die dort auch gibt. Und zwar sind das 50 Stück. Das sind so Blätter, ja, Charms, Anhänger aus Acryl. Und die haben auch so einen schönen Schimmerlack-Veredelung drauf. Ich weiß nicht, ob meine Kamera das so gut widerspiegelt. Ich glaube, es geht halbwegs, ihr könnt es euch vorstellen. Und die haben hier oben ein Loch und dann kann man die eben wo dran hängen. Und meine gehen schon zur Neige, beziehungsweise habe ich mich gar nicht mehr getraut, die zu verwenden, weil ich nicht wollte, dass sie zur Neige gehen. Und jetzt habe ich so viele, dass ich die ohne Probleme nehmen kann. Und dann habe ich mir noch andere Blätter bestellt, und zwar diese hier. Boah, und die sind so, so schön. Oh mein Gott. Die haben am Foto schon so gefunkelt von dem Lack. Und in echt sind die genauso. Also die sind echt ein Traum, bitte. Schaut, wie die schimmern in allen Farben. Boah, das schaut in echt nochmal ärger aus. Wirklich, Leute. Na, das ist in echt nochmal viel, viel krasser und die Plattform gefällt mir. Die ist so richtig schön geschwungen. Genau. Und da sind drinnen 50 Stück mit dieser Nummer. So, dann würde ich sagen, zeige ich euch die Capuchons. Ich habe zwei verschiedene mir nur bestellt, und zwar welche, die ich schon ewig, ewig haben möchte. Und das sind zum einen diese durchsichtigen kleinen Zuckerlpackungen. Die haben mir immer so gut gefallen, wenn ich die irgendwo gesehen habe. Das sind eben so durchsichtig, da steht Sweet drauf. So richtig cool dick, und da sind halt so, ja, Süßigkeiten halt eingegossen. Ja, die finde ich viel cool.
Und endlich habe ich sie mir gegönnt. Die sind immer ein bisschen teurer, darum habe ich die immer so vor mir hergeschoben zu bestellen. 20 Stück, hoppala, das sind die. Und meine neuen Lieblingskabos. Diese Katzenköpfe, oh, oh mein Gott. Die habe ich auch mal in irgendeinem Haul gesehen und war schockverliebt. Auf AliExpress habe ich die gar nicht gefunden oder nur so mega teuer mit so utopisch viel Versandkosten. Und dann habe ich gesehen, dass es die auf Panda Haul gibt und ja, ohne zu zögern, habe ich mir die dann gekauft. Na wirklich, mit der Nummer, auch 20 Stück, ja. Dann habe ich mir diese coolen Rosenperlen. In die habe ich mich ein bisschen verguckt in letzter Zeit. Ich finde, die machen auch immer so Anhänger recht schön. Die haben hier hinten so ein Fädelloch. Und ich habe die bis jetzt nur in, ja, eh auch so in Pastellfarben, aber ohne den Schimmer. Die haben eben auch so einen Glimmerlack drauf und das fand ich besonders schön und drum habe ich mir hier zwei Packungen noch bestellt, damit ich da ja noch lange was davon habe, meine Anhänger damit verzieren kann. Und das ist die Nummer, da sind 50 Stück drinnen in einer Tüte. Ja, bei den Preisen brauche ich wohl nicht dazu sagen, dass es sehr, sehr billig ist bei Panda Haul. Jedoch kommt noch Versand hinzu, das müsst ihr bedenken. Und ja, jetzt halt eben auch Einführsteuer und und. Also, dann habe ich diese hier entdeckt. Und die sind so cool, weil die sind so, ja, wie so Jelly. Ja, Jelly-mäßig, ich kann es nicht anders beschreiben. Die sind irgendwie so halb durchsichtig und ja, die schauen total cool aus, als könnte man reinbeißen. Das wären so kleine Gummibärli. Und 100 Stück mit dieser Nummer. Und ich finde so Zuckerl irgendwie, die passen immer wo dazu. Drum durften dann auch diese mit. Das sind auch 100 Stück mit der Nummer. Ganz, ganz bunt und diese Machart von den Perlen mag ich auch gerne, die so weiß sind und dann so ja wie angemalt. Was bei denen auch cool ist, ist, dass hier gleich so ein Fädelloch, so eine Schlaufe mit dabei ist. Das heißt, man erspart sich das, ich weiß nie, wie es heißen, Nietstifte halt reingeben in die Perle und das Öse biegen. Die hat man immer schnell wo dran gehangen. Für Perlenengel noch zum Basteln habe ich mir diese Blütenkelche ausgesucht, weil die gebe ich gerne auf das Röckchen, also auf den Blütenkelch noch mit drüber und dann gibt das nochmal so ein Special-Kleid für den Perlenengel quasi. Das schaut so aus und das kann man hier eben auch größer biegen, sodass es dann auf ja, so ziemlich jeden Blütenkelch raufpassen müsste. Genau. Und da haben wir diese Nummer, auch 100 Stück. Es passiert mir gerne mal, dass ich unter dem Video dann einmal zwischendurch eine Nummer oder so vergesse zum Herzeigen. Wenn das dann genau das Produkt betrifft, was ihr unbedingt wissen wolltet, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann beantworte ich euch das in die Kommentare mit der Artikelnummer. So. Kurz einen Schluck getrunken. Dann geht es hiermit weiter. Das sind so große Diamantanhänger, einmal in opak und einmal durchsichtig. Da fehlen auch schon ein paar. Habe ich schon verbastelt. Und zwar schauen die so aus. Die fand ich auch einmal mega cool. Da haben wir einmal die durchsichtigen mit dieser Nummer. Und die, glaube ich, brauche ich nicht rausholen. Die sieht man eh ganz gut. Das wären dann die Blickdichten sozusagen. Genau. So. Ja, dann
Total witzig, ich hatte bei der gesamten Bestellung viermal, kann man sagen, so einen Größenfehl. Also ich weiß nicht, ob es euch auch manchmal so geht. Ich habe mir eigentlich schon angewöhnt, dass ich immer die Größen nachschaue, dass ich keine bösen Überraschungen bekomme, aber keine Ahnung, wenn dort steht 1 Zentimeter, denke ich mir, ja, ist eh groß und dann kommt immer so ein Mini-Ding an. Genauso war es hier. Ich wollte so gerne so Quastenanhänger haben und die sind wirklich winzig, winzig klein. Schaut einmal, mein kleiner Fingernagel im Vergleich. Ja, da musste ich echt lachen, als ich die ausgepackt habe. Aber ja, finde ich bestimmt auch eine Verwendung, falls jemand so kleine Quasten suchen sollte. Das hier ist die Nummer. Da steht die Größe jetzt nicht drauf, aber wisst ihr, was ich meine? Da steht dann Länge 1 Zentimeter und ja, es stimmt auch, aber man denkt immer, das ist größer irgendwie. Naja, dann Zuckerstreusel für meine Fimo-Donuts und Teilchen und, was ich gerne mache. Zwei verschiedene, einmal so größere und dann hier so ganz feine. Ich halte euch gleich die Nummern gemeinsam rein. Könnt auch auf Pause drücken. Jeweils 50 Gramm, das ist echt viel. Da kommt man ganz, ganz lange damit aus. Und ja, das sind im Prinzip alles kleine. Die sind aus Fimo im Prinzip, diese Streusel. Aber ja, Leute, die mache ich mir echt nicht selber. Also. Die Arbeit tue ich mir nicht an, die kaufe ich mir immer schon so. Dann Perlchen. Oder zuerst zeige ich euch noch das hier. Die hatte ich mal ganz vereinzelt in einem Kaufpaket. Hatte ich da mal ein paar drinnen. Die haben mir so gut gefallen. Und ja, jetzt habe ich mal da ein Sackerl voll bestellt, seht ihr eh in den buntesten Farben. Wunder, wunderschön, richtig, hoppala. Tolle Größe, hier das Fädelloch. Und Schleifchen finde ich gehen auch immer. Und das sind 50 Stück, also echt viel. Mit der Artikelnummer, das am Ende ist ein R übrigens, was man nicht gut sehen kann gerade. Ja. Dann machen wir weiter mit Perlen. Und zwar, die waren in Aktion. Die sind nun mal recht teuer. Da habe ich mich gefreut. Jetzt habe ich auch mal solche. Das sind so, ihr seht es schon, so flauschige Kuschelperlen. Und dann auch noch in Pastellfarben. Also sind echt mega weich. Die haben rundum so ein, ja, wie so ein Plüschtier. Also die sind hart, schon Perlen, aber sind eben mit so was Weichen, mit so einem Samt überzogen, genau. So kann man es, glaube ich, ganz gut beschreiben. Mit der Artikelnummer 100 Stück. Also ja, wie gesagt, hat mich echt total gefreut. Hätte ich mir mal einen Normalpreis sicherlich nicht gekauft, aber waren dann in Aktion. Dann diese Perlen. Da hatte ich eine Packung bei meiner Kooperation schon mit drinnen und oh, die haben mir so gut gefallen. Jetzt habe ich mir hier nochmal die bunten in 10 mm Durchmesser. Die haben irgendwie so einen, ja, die schauen aus, als wären sie in so einem Goldlack hinterher noch so bepudert worden damit. Also so ganz, ganz speziell. Und das ist eben einmal dieser. Dann die gleichen in 8 mm. Da sind dann 200 Stück drinnen und diese weißen, die hatte ich eben schon bei der Kooperation auch ausgesucht. Hatte ich die 8 mm und jetzt habe ich mir noch die 10 mm hier dazu bestellt. So, dann Basic-Perlen. Und zwar Spacer. Also für so Zwischenperlen, wenn man so Armbänder oder so macht, 200 Stück mit der Nummer, weiße. Dann Silber, auch 200 Stück.
Da dachte ich auch, das sind viel mehr irgendwie, keine Ahnung, aber ja, ist ja logisch, sie sind so mini. Gold brauche ich dann nicht so viel und habe ich auch noch etliches. Und das sind 50 Gramm dann wiederum, also das ist keine Stückzahl, sondern Gramm und das ist eine richtig große, fette Tüte. Da hatte ich auch wieder nicht erwartet, dass dann so viel kommt. Aber ja, freue ich mich natürlich. Genau. Das sind diese. Dann Basic Perlen, wie gesagt, 8 mm, ganz normale schwarze Acrylperlen. Ja, die verwende ich einfach. Am liebsten die Größe. Und weil ich heuer unbedingt so Perlen-Schneemänner machen möchte, also nicht nur immer Perlenengel, wobei die mache ich eh das ganze Jahr eigentlich. Aber ja, so Schneemänner habe ich mir diese drei Größen weiße Perlen bestellt und ja, da freue ich mich schon richtig drauf. Ihr könnt es erkennen, das ist dann das Unterteil, Mittel und der Kopf natürlich. Und auch so braucht man immer mal weiße Perlen, denke ich mal. Da habe ich einmal diese hier, da weiß ich jetzt nicht den Durchmesser. Müssten aber auf jeden Fall mehr wie 10, ich glaube 12. Müsste das sein? Ja, genau, das sind glaube ich 12. Dann sind das hier 10, da steht es dabei, 10 mm. Und das sind 8 mm, ja. So, denke ich, war das. Dann wieder ein Größenfail. Schaut sich diese fette Tüte an. 500 Stück. Und ich habe glaubt, dass diese Anhänger eigentlich größer sind. Also es ist eh schon eine riesengroße Menge, die ich alleine niemals aufbrauchen kann. Aber ich dachte irgendwie, dass diese Maschal hier größer sind. Aber ja, was soll's. So ein Maschal, wie gesagt, geht immer zum Dranbamseln. Und ja, ich glaube, meine Tauschpartner oder liebe Mädels, denen ich eine Ü-Post schicken werde, die werden sich freuen, wenn ich dran denke und vielleicht ein paar von denen abpacke. Dann mega, mega cool diese, habe ich die Nummer? Habe ich, glaube ich, reingehalten. Diese Totenkopfperlen hatte ich noch gar nicht. Und ja, jetzt habe ich sie eben. Da fehlen auch schon einige. Jo, dann hatte ich ganz vereinzelt nur so kleine Glöckchen, diese bunten, und ich fand die immer schon cool. Und da gab es dort so eine Packung mit ganz, ganz vielen verschiedenen, die war auch in Aktion zu der Zeit, als ich bestellt habe. Und zwar hat man einmal diese Größe. Dann noch einmal größer. Schaut, wie cool. Jetzt habe ich richtig viele Glöckchen. Und dann noch eine Tüte mit so kleineren. Wobei klein, ich würde sagen, keine Ahnung, vielleicht 10 mm Durchmesser, 14 und da, ja, fast schon 20. Nur, dass ihr es euch ungefähr vorstellen könnt. Das ist dieser Glöckchenmix. Und dann habe ich mich hierüber auch sehr gefreut. Ihr habt die Nummer. Das sind diese Tütchen. Da habe ich ja auch schon, ja, mittlerweile ganz viele, würde ich sagen. Ich mag die auch total gerne. Aber speziell diese hier mit dem kleinen lieben Kerlchen, Regenbogen und so. Die gibt es auf AliExpress auch nur mit extrem viel Versand, komischerweise. Ich habe die dort nie zu einem Preis gefunden, dass ich gesagt habe, ja, die gönne ich mir jetzt. Wisst ihr, was ich meine? Und dann habe ich sie eben dort gesehen und mich darüber sehr gefreut. Und ich schätze mal, das sind auf jeden Fall 100 Stück. Also reichlich. Da habe ich hier so eine niedliche Box gefunden, die wird auch bei mir bleiben. Das ist ein Einhorn.
Das hat die Augen so zu. Hat hier schöne Unterteilungen mit der Nummer. War auch total billig. So sitzt es besser. Und da werde ich mir einfach was reinsortieren. Und mal hinstellen. Wow. Sieht schön aus und ist praktisch zugleich. Jetzt wird es ein bisschen fruchtig. Noch so ein Größenfehl. Ich meine, da habe ich nicht auf die Größe geschaut. Ganz ehrlich, Fimo-Canes. Ich habe bis jetzt immer nur diese bereits runtergeschnittenen Stückchen gehabt und die haben alle eine gewisse Größe. Wenn ihr wisst, was ich meine, und dann dachte ich, wenn ich mir jetzt die Canes bestelle, dann sind die ja auch so groß. Aber ja, nein, das sind Mini-Canes. Aber im Nachhinein betrachte ich gar nicht mal so schlecht, weil ihr werdet es in einem meiner nächsten Videos sehen, wo ich diesen riesigen AliExpress-Haul hoffentlich bald abdrehen werde. Und ich möchte mich auch ein bisschen an so Miniatur-Food-Essen bewegen. Rantrauen, ja, so. Und da ist vielleicht ganz cool, wenn man dann so ein Mini-Obst hat. Ja, also, man kann sich alles schön reden. Na, aber ist mir jetzt wirklich ganz recht, dass die ein bisschen kleiner sind. Das ist diese Nummer. Und ja, Fimo-Canes, meine ersten tatsächlich. Sonst, wie gesagt, habe ich mir die immer schon geschnitten geholt. Und diese, die sind auch aus Fimo, und zwar sind das Perlen. Im Prinzip auch von Fimo-Canes runtergeschnitten. Das ist eigentlich die Größe, so wie ich es kenne. Ah, wobei, die sind wieder ein bisschen größer. Ja, wurscht. Aber die haben alle ein Fädelloch, also kann man verwenden wie Perlen. Und ja, fand ich cool, hatte ich nicht. Durfte zweimal mit. Eine Packung sind 50 Stück, das heißt, ich habe jetzt 100 mit dieser Nummer. Hier sieht man es ein bisschen besser, die Nummer. Und das letzte Fruchtige, total cool, das ist so wie Cabochons, nur eben aus so Gummi, so Gummifrüchte, Flatbacks, was auch immer. Die feiere ich total. Schaut mal diese Regenbogen. Keine Ahnung was an. Da hat man so Pilze. Kleine Orangen. Ja, alles Mögliche. Banane. Ihr seht es, ne? Dann hat man hier so eine Melone und eine Erdbeere. Und da drinnen, hoppala, da ist noch eine Kirsche, da ist noch eine Weintraube, sehe ich. Ja, normale Orange, diese Regenbogenorange ist ein bisschen seltsam, aber keine Ahnung, auf so Kawaii-Bastelei. Einfach mal mit dran geklebt. Und ja, das sind so cool, boah, das sind so richtig aus Gummi. Mega. Eine angebissene. Jo. Weiß ich gerade nicht, ob ich euch schon gezeigt habe. Ich halte es lieber nochmal rein. Gut, dann eben, weil ich der Meinung bin, dass ich jetzt auf jeden Fall dort nicht mehr bestellen werde. Und man die aber nirgends so billig kriegt wie in China, habe ich mir nochmal an Vorrat an Wachs, Melz oder keine Ahnung, wie man das sagt, bestellt. So ein bunter Mix. Sind sogar so knallig pinke dabei, voll cool. 100 Stück in einer Packung, die haben alle dieselbe Nummer, das ist eben so ein Zufallsmix. Und ja, da habe ich jetzt nochmal ordentlich viele. Ich habe auch noch welche, wie gesagt, ich wollte Vorrat aufstocken. Jo, dann trinke ich nochmal kurz einen Schluck. So, mit was mache ich weiter? Ich habe mich komplett eingedeckt, wirklich mit so Streuflitterzeugs. Und zwar aus dem Grund, weil es hier eben diese 50 Gramm Tüten gibt. Und das ist wirklich ordentlich viel. Und ja, bei Ali findet man das irgendwie auch nicht. Da gibt es immer nur so kleinere Packungen. Und ich bin ja auch ein bisschen auf diesen Fuse
Trend mit aufgesprungen, mag das sehr gerne und aber auch für Schüttelkarten und so weiter. Ich finde, sowas braucht man immer mal und ja, das sind einfach so schöne Farbmischungen dort und ich konnte nicht anders, als dass ich mir auch ein paar bestelle. Da haben wir diesen schönen Mix hier mit der Nummer. Das sind einfach so Kreise. Dann diesen großen Beutel, also es sind immer 50 Gramm, das ist echt ein ganzer dicker Batzen. Fokus hier. So ganz kleine Sterne und zwar in Gold Holo. Mit der Nummer. So. Dann fand ich auch total schön diese Mischung aus Rosa und ja, so. Gelb, Orange. Das passt irgendwie total gut zusammen, finde ich. Dann, okay, das ist nochmal in einer Extra-Tüte, warum auch immer. Mal raus hier. Auch so Holo und zwar Silber und diesmal Herzahl mit der Nummer. Dann auch so ein großer 50 Gramm Beutel und diese Farbzusammenstellung ist auch so, so schön. Ich mag irgendwie diese Runden einfach so. Das schaut so cool aus. Ja. Dann nochmal so eine Farbzusammenstellung. Nur zusätzlich hat es noch so einen Schimmer, finde ich. Und diese Kreise sind auch so cool. Das ist echt einmal was anderes. Hier hinten sieht man dann diese kleinen eben von der Mitte. Oh, so schön. Dann diese rosanen Sternchen, die mussten auch mit. Und auch wieder in diesen tollen Farbmix Sternchen. Die schimmern in echt, das ist ein Wahnsinn. Also die beiden haben den gleichen Schimmer. Und diese hier, wow, diese Blümchen, die sind ja auch einmal ein Traum. Die schimmern auch, das ist ein Wahnsinn. Und die sind auch richtig so gewölbt, also so 3D-mäßig, nicht flach. Echt mega cool. Und auch in der gleichen Farbe wie die Blümchen, dann noch diese hier. Die waren sogar ein bisschen teurer, aber die mussten auch unbedingt sein. Die haben mir so gut gefallen. Und was hier cool ist, das habe ich mir im Nachhinein erst gedacht, die kann man sogar, weil die so gewölbt sind, das sind richtig so gewölbte Blümchen, kann man die sogar als Perlenkappen nehmen, wenn man möchte. Ja, echt cool. Das ist quasi mein. Ach, na, Entschuldigung, noch eines und zwar auch wieder in dieser Farbzusammenstellung. Da gab es keine 50 Gramm Tüte, aber ich habe mir einfach jetzt 5 10 Gramm Beutel bestellt und zwar sind das diese Kristallsteine hier, sage ich jetzt einmal. Ach, ja, die fand ich auch so toll. Genau, das ist das Ganze. Glitzer, Flitterzeug, was mit durfte. Und da bin ich echt froh, dass ich da jetzt aufgestockt habe. Da kann ich jetzt beruhigt einfusen, Schüttelkarten und so weiter machen. Genau. Dann ein bisschen Schmuck, Bastelbasic. Ich habe mir hier diese beiden Bänder bestellt. Einmal schwarz, einmal weiß. 1 mm in der Dicke und da ist richtig viel oben auf der Rolle. Steht hier jetzt leider nicht, aber ja, ihr seht ja, wie dick die Rolle ist. Und die ist auch voll gewickelt. Dann diese hier, die schmeiße ich, glaube ich, in meine Halloween-Bastelkiste. Da habt ihr die Nummern. Das ist so schwarze Spitze. Die erkennt man gerade nicht gut. Zeige ich die kurz. Die war einfach wahnsinnig billig, also reduziert gerade und ja, dachte ich mir,
Schwarze Spitze habe ich gar noch, also noch gar nichts von dem her. Habe ich das dann mitbestellt? Das waren wirklich Centbeträge. Ah, jetzt bringe ich es nicht mehr rein. Gut, packen wir später ein. Und dann noch diese hier. Zeige ich euch auch kurz. Total schön. Ist das jetzt umgebogen? Ja. Diese beiden, dann Nagelfolie und zwar in so einer richtig coolen Box, also auch um den Preis unschlagbar, mit der Nummer und wie gesagt sogar mit der Box, schaut mal, also besser kann man so Nagelfolie ja wohl nicht aufbewahren, finde ich. Die sind eh immer so heikel, weil die so dünn sind. Ja, diese wunderschönen Blümchen hier. Da habe ich mich auch verliebt drin und das sind, ja, da ist richtig viel auf jeder Rolle. Das täuscht jetzt vielleicht ein bisschen, aber durch das so eine hauchdünne Folie ist. Genau, ich glaube, ihr seht hier die verschiedenen Blümchen-Designs ganz gut. Zack. Und ja, kann man eingießen, kann man fürs Nageldesign nehmen und. Habe selber noch nie für Nageldesign verwendet, muss mich da erst einmal damit beschäftigen, wie ich das überhaupt auf den Nagel raufbringe, muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen, aber ich kenne da so ein paar, oder ehrlich gesagt eine ganz, ganz liebe auf YouTube. Und wenn ich da nicht weiter weiß, weiß ich jetzt schon, dass sie mir sehr gerne helfen würde. Ja, genau. Gut. Das Feld lichtet sich bei mir. Wir kommen zu den letzten paar Sachen. Und ich packe das gleich einmal aus, weil man sieht nicht gut. Das ist hier so eine Rolle. Oh, die waren auch verbilligt. Die hätte es in ganz, ganz vielen verschiedenen Farben geben, aber ja. Und zwar habe ich da schon von Ali bestellt. Ich weiß jetzt gerade nicht. Ich glaube, das zeige ich euch auch in diesem Mega-Haul, den ich wie vorhin schon gesagt, hoffentlich bald abdrehen werde, habe ich da so kleine Stücke nur davon bestellt, aber so eine riesengroße, dicke Rolle, die habe ich auch auf Ali, keine Ahnung, glaube ich, gibt es gar nicht so zum Bestellen. Und ja, ihr seht schon, da sind so Herzen drauf, das ist so Tüll quasi. Und da kann man ganz coole Schleifchen zum Beispiel draus machen. Also für das werde ich jetzt zumindest verwenden. Und ich weiß gerade nicht, ich glaube, die war nicht in Aktion, aber ach, da konnte ich dann nicht vorbeigehen. Das ist mit der Nummer. Und das ist diese hier mit diesem Spinnennetz. Und zwar, ich habe schon ganz oft gesehen, dass Bastelmädels auf YouTube vom Dieter, Facebook-Gruppe Dieters kleine Schnäppchenwelt, so eine Rolle mit so einem Stoff, mit so Spinnennetz, in irgendwelchen Ü-Paketen, also in so Wundertüten, drinnen hatten. Und ich hatte leider nie das Glück. Und darum, ja, habe ich mich so gefreut, als ich die gesehen habe. Weil jetzt habe ich auch seine Rolle mit so Spinnennetz. Ja. Zack, ich muss schon am Boden schmeißen, weil da schon alles übergeht bei mir. Dann das hier hat mich interessiert. Da habt ihr gleich einmal die Nummer. Und zwar sind das hier so Quillingstreifen, haben die das genannt. Im Prinzip nimmt man zum Beispiel hier jetzt das Rosane, nimmt man raus, faltet mal einmal in der Mitte zusammen. Das ist hier auch schon vorgezeichnet. Und dann könnt ihr das eindrehen, also so aufrollen und dann habt ihr quasi so eine Blüte, soll das dann ergeben. Und in diesem Set waren da eben viele verschiedene so Ausstanzungen mit dabei. Seht, das sind jetzt immer nur die blauen oben, aber das sind da drunter noch ganz viele andere Farben. Ja, genau, so ein ganzer Batzen. War ich einfach neugierig, wollte ich gerne versuchen.
Und zu guter Letzt durften noch Tüten mit. Und zwar diese hier. Wer mein Auspackvideo gesehen hat von der Ü-Post von der lieben Shanara, heißt sie auf YouTube, Corinne, liebe Grüße an der Stelle, hat vielleicht gehört, dass ich dezent verliebt bin in diese dünnen, hauchzarten Sackerln. Die sind ja so, so cool. Ich weiß nicht warum, aber die haben es mir richtig angetan. Und ich hatte solche noch gar nicht. Und jetzt habe ich mal hier ein paar mitbestellt. Und zwar war das hier so ein Set. Da gibt es eben diese Variante, dann die. Und die beiden sind da drinnen. So. Pünktchen. Karo. Diese. Und hier mit so Make-up. Hinten so in rosa drauf gedruckt. Na, dann diese hier. Und, da habe ich mich am meisten gefreut. Da hätte ich alleine von dem Sackerl mit dem kleinen süßen Honigbär, hätte ich am liebsten so einen ganzen Batzen, sage ich euch. Aber ja, ich habe eben auch nochmal bei Dorian Beats bestellt, bevor das mit dem Zoll jetzt so ist. Aber da hätten sie diese gehabt, aber leider nicht sofort verfügbar. Das heißt, es wäre sich nicht mehr ausgegangen, dass ich es rechtzeitig geliefert bekommen hätte. Ja, habe ich mir jetzt nicht bestellt. Jetzt muss ich mit diesen paar das Auslangen finden. Aber ja, wird schon gehen. Ich freue mich überhaupt, dass ich jetzt einmal ein paar verschiedene von dieser Art Tüten habe. Und dann durfte nochmal das Ganze in größer mit. Also da waren 100 Stück drin und da sind 50. Da habt ihr mal den Größenvergleich. Und da haben wir diese Designs. Auch süß. Sweetheart. Cute Girl und hier nochmal den rosa Cute Girl. Ja, echt cool, da freue ich mich total. Und das letzte Produkt und auch der letzte Größenfail, wobei es mir jetzt auch wurscht ist im Endeffekt. Ich dachte mir, cool, es gibt auch noch, also nicht nur diese runden, sondern auch eckige, nehme ich mir auch noch eine Packung. Leute, die sind einfach mal ja, A4 Blatt groß, so eckige Tüten, 50 Stück, aber ja, irgendwie feier ich es jetzt, dass ich die habe. Man braucht ja auch mal eine größere Tüte zum Verpacken. Ja, da musste ich echt schmunzeln, als ich die bekommen habe. Da haben wir die gepunktet und ich kann es euch gar nicht zeigen, weil die so riesig sind. Thank you, dann diese Rosen. Da das Cute Girl in groß. Dann hier mit so Spitze, die gefällt mir gut. Dann haben wir hier noch so ein Muster. Das gleiche in lila. Rosa Pünktchen. Und das ist auch sehr, sehr schön. Genau, das war schon das letzte. Ja. Meine XXL-Tüten, die ich da jetzt habe. Habe ich die Nummer reingehalten? Sicher, sicher, machen wir es noch einmal. Guti, so, das war's. Mein riesiger Panda Haul Einkauf. Sage ich extra, weil Panda Haul Haul sich so blöd anhört. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ihr Lieben. Mal schauen, ich werde jetzt Mittagessen kochen und vielleicht bin ich dann motiviert, gleich noch ein, zwei Hauls abzudrehen, weil ja, ich würde die Sachen gerne verräumen, damit basteln können und hat ja keiner was davon, wenn es hier nur herumliegen. Ne? Also, dann hoffe ich, wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder und bis dahin bleibt's gesund, passt alle gut auf euch auf und ja. Tschüssi!